Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt auf unserem Kanal. Ich habe auf dieses Spiel schon, glaube ich, ein ganzes halbes Jahr gewartet. Es sollte eigentlich schon letztes Jahr Dezember rauskommen, aber das hat sich jetzt bis zum 8.2. hinausgezögert. Und dieses Spiel ist, wie man schon sieht, Desolate, ihr Lieben. Und ich bin auch nicht alleine. Ich habe die Calypso an meiner Seite. Hallo! Da ist sie auch schon. Denn dieses Spiel kann man als Koop bis zu 4 Personen spielen. Und ist ein Action-Horror-Spiel. Noch in der Early Access-Phase. Wir haben schon gerade ein bisschen versucht. Naja, nicht bisschen versucht, sondern versucht irgendwie zusammen jetzt irgendwie zu kommen, damit wir das Spiel starten können. Geht aber gerade nicht. Wir vermuten, wir müssen den Anfang beide jeweils einzeln spielen. Das heißt, Calypso wird jetzt einzeln das Spiel anfangen. Das werdet ihr auf ihrem Kanal sehen. Und ich werde jetzt einzeln das Spiel anfangen. Werden aber beide noch miteinander noch kommunizieren, also wundert euch nicht, wenn ihr Calypso im Hintergrund schreien hört bei mir. Wieso soll ich schreien? Du schreist. Ich schreie nicht. Ganz natürlich. Wir hoffen nämlich, wenn wir den Anfang zu Ende gespielt haben, dass wir uns dann einladen können gegenseitig. Und das werden wir jetzt ausprobieren. Ich werde auch nichts weiter zu dem Spiel, glaube ich, verraten. Nur, dass wir Anfänger sind. Genau. Wir sind voll die Noobs hier. Genau. Wir dürfen erforschen. Ich bin schon sehr gespannt. Ich freue mich schon, wie gesagt, ein halbes Jahr drauf. Und ich würde sagen, Calypso, wir drücken auf Spielen. Und los. Okay. Ladebildschirm. Oh, ein Bär. Du hast einen Bär? Ich habe was anderes. Ich habe einen Bär. Vorhin hatte ich was anderes. So, ich halte mal die Klappe. Denn es müsste gleich kurz anfangen. Kurz. Und dann ist Ende, ihr Lieben. Ja. Dann war's das. Oh, jetzt hab ich's. We did it, Donna! We did it! Victor, are you okay? Everything's fine, Donna. Everything's perfect. Victor, listen. I've always believed you. You did what you had to. But you need to get out of there quickly. The complex might collapse at any moment. I'll use the sensors to try and help you. My darling, they likely already know that it's you. Be careful, I beg you. Die Gute hat man kaum verstanden, oder? Aber lesen konnten sie alle. Ja, lesen konnten wir alle, Gott sei Dank. Es ist ein deutsch... naja, nicht deutsches Spiel, es ist auch auf Deutscher erhältlich. Das Verwaltungszimmer verlassen, das werden wir auch tun. Auf jeden Fall scheint hier irgendwas im Argen zu sein. Und das, ist die Musik von The Evil Within. Was? Ja. Ich spiele The Evil Within? Willst du mich verarschen? Dann gucken wir lieber auf deinen Kanal an. Ich gehe jetzt hier durch die Tür. Warte, ich auch? Trau mich aber nicht. Wenn jetzt ein Monster kommt, ey, ich habe nur Fäuste. Ja, hau einfach rein. Okay, blocken kannst du mit rechter Maustaste. Ich hoffe, es ist auch hell genug für euch. Oh, die Tür ist zugegangen. Ja, danke. Was? Was ist denn? Lydia. Hier, am anderen Ende. Das ist nicht Tschernobyl, oder? Ich hoffe, hier ist jetzt nichts ausgebrochen. Was ist denn da drüben? Ich bin ganz schön klein. Ich bin ein kleiner Mann. Hau ab. Ich konnte gerade hier. Ich konnte hier gerade irgendwas machen. Ach, da. Wo? Oh. E zusammenwirken. Ach, ich habe gerade den einen Hebel hier an der. An dem Rohr. Bist du schon durch die Tür gelatscht? Ich bin jetzt bei 129. Tür 129 gehe ich gerade rein. 1, 2, 9? Warte doch! Wo siehst du denn 1, 2, 9? Am anderen Ende des Ganges. 1, 2, 9. Alles klar. Tür ist bei mir auch. Bei mir auch. Eine Lampe. Lampe. T
Gute ist bisschen... Na komm schon. Springen können wir auch. Da geht aber die Stamina ganz schön runter. Ja. Da krabbelt schon. Ernsthaft? Ja, ja. Da liegt doch ein Toter. Ach so. Okay, den habe ich vollkommen einfach ignoriert. So, ich gehe durch die nächste Tür. Ich hoffe, wie gesagt, dass wir dann... See? Ich glaube, wir können uns auch leveln, oder? Ich bin gerade im Inventar mit C. Wie bist denn du darauf gekommen? Einfach so C gedrückt? Steht unten immer. Hey. Ausrüstung haben wir natürlich noch nichts. Fähigkeiten auch nicht, weil wir sind immer noch totale Noobs. Mhm. Hunger? Durst? Ja. Scheiße. Hunger und Durst. So, ich laufe schon mal weiter. Da klopft jemand an die Tür. Soll ja klopfen von mir aus. Ich hau ab. Ich bin schon sehr... da liegt einer. Ich bin wieder mal hellauf begeistert von der Grafik. Ich total. Ja, sehr blutig, du. Grafik ist total der Hammer. Das habe ich mitbekommen. Oh, cool. Das ist cool. Kriegst du da schon durch dein Loch? Ja, ich bin gerade reingekrochen. Kann man hier irgendwas nehmen? Nö. So, ich glaube, das Ventil müssen wir... Ich bin echt klein. Was ist mit mir passiert? Ich glaube, ich bin doch verletzt. Ich einfach... Schiff zum Sprinten. Ah. Warum sprinten? Was? Sprinten? Ja. Aber ich glaube, du bist ein bisschen... Nee. Ich bin jetzt beim großen Ventilator. Okay, ich muss rein. Oh Gott! Warum? Donna, there's something strange here. What do you mean? Wait a minute. Ich bin durchgegangen. I see it. Don't go near it. But what is it, Donna? I've never seen anything like it. Judging by the sensors, this entity emits electromagnetic waves. It could be extremely dangerous. Go around it, but throw something from far away first to figure out how far its effect can reach. Ach, vor mir. Ich dachte hinter mir. Und ich soll hier reinstürmen in den Stein Raum? In den... Entschuldigung, ihr Lieben. Oh, das Husten geht weiter. Ja, es tut mir leid. Ich bin es immer noch nicht losgeworden. Na, einfach außen lang, würde ich sagen, ne? Stein? Wo hast du denn einen Stein? Gute Frage. Ich muss einen Stein jetzt reinwerfen. Wenn du einen Stein findest, sag mir mal bitte Bescheid, ne? Na, ich latsch gerade rechts lang. Denn ernst? Hier flennt eh nur in den Rohren. Und ich such die ganze Zeit um einen Stein hier. Na, ich renne rechts lang und jetzt renne ich. Treppen hoch. Und was heute hier? Ja. Was war denn das? Ich gehe durch die Tür. Wie gehst du durch die Tür? Ich bin rechts lang gegangen. Ja, wie gehst du durch die nächste Tür? wo bist du denn jetzt? Bist du Treppe hoch? Ja. Wie gehst du da durch die Tür? Das war doch ne? Ja. Geht's da nicht lang? Ich glaube, wir müssen irgendwas machen. Den Stein vielleicht. Hm? Einen Stein in den Bruch werfen. Gut, dann... auf die Suche. Oh, der quatscht schon im Rohr. Wir haben hier fette Ratten. Nimm mal doch eine Ratte. Der quatscht irgendwas im Rohr, eindeutig. So, dann müssen wir nach... Aber was für ein Bruch? Ach, das Glas da hinten, oder wie? Jetzt irgendwas gefunden? Aschebecher! Wo?
Er hat doch gerade was angezeigt. Ich suche auch gerade. Muss ich zurückdackeln? Glaube ja. Ich glaube, wir müssen wieder zurück. Renn! Ach nee, warte, 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 geh zurück, geh zurück. Na, eigentlich, dass ich mit dir zocke. Der Wecker hier schon längst dran gescheitert, ja? Das Rohr, das ist die erste runde Öffnung vor dir, vor der Tür. Darauf gucken und dein Rolldings von deiner Maus reindrücken. Brauchst du eigentlich gar nicht. Du brauchst einfach nur Maus reindrücken. Sollte nicht reinschmeißen. In die elektromagnetischen Felder oder was das ist. Okay. Hier, gönnt euch. So, und dann können wir weitergehen. Shit. Wenn wir die alle hier weggemacht haben, ja? Nee, die bleiben. Also kann ich jetzt unendlich hier in die Mitte schmeißen und bringt gar nichts. Nö, also bei mir erscheinen sie immer wieder. Okay. Gut, ich versuche mal weiterzugehen. Das steht bei mir zumindest. Ja, Tür ist auf. Mal gucken, ob sie bei mir auf ist. Ja, sie ist auf. Ich mache mal das Licht aus. Da mampft was. Quatsch grad. Donna, Subject 47 is here. Can you hear it? Hear it and see it. Do you have any idea? Verteidigen? Do you remember how they react to living beings? I'm looking for a way to defend myself in case I run into them on the way out. Don't worry. Aber immerhin, ich kann Steine werfen. Wer wollte dieses Spiel spielen? Ich! Hallo! Hier ein Stein. So, wartet mal kurz, Leute. Nein, ist nichts. Komm, ich. So, ich soll einfach weitergehen. Subjekt 47, glaube ich, ist das. Oh, lalalalala. Bist du schon weitergelaufen? Wo bist du? An der Murmel vorbei? Was für eine Murmel? Na, eine rote Murmel, die da hinter der Glasscheibe murmelt. Jetzt gehe ich an der Murmel, die rummurmelt, vorbei. Ah. Waffe aufheben. Wo ist denn hier die Waffe? Ach, die Waffe, oder? Hab ich. Wie rüste ich die aus? Werde ich ja auch, glaube ich. Oh, Leuchtstäbe! Tee saufen! Pardon, Leute. So. Ja, wie, ja. Dann. Gut. Da kommt eine dicke, fette Ratte auf mich zu. Gut, sie ignoriert mich. Ich tu's auch. Die Kugel leuchtet weiter. Ich hab an der Kurbel hier gedreht, hier, am blauen Rohr. Links. Hab ich auch schon, ich bin an der nächsten Tür. Die gibt mir jetzt 5 Sekunden. Ich meine, die. Ich will. Ja, ich will aber die nicht. Ich weiß gar nicht, wo ich hingucken soll. Nach vorne oder nach hinten? Ja, oder? Durchsuchen. Da läuft was. Automat. Ja, ja, nehmen. Du kannst den Automaten untersuchen? Ja, Mann. Ausgenommen. Hab ich. Ich hab eine Pulle. Eine Flasche voll rum. Nochmal öffnen. Gut, haben wir. Gott sei Dank hast du das gesagt. Ich wäre jetzt weitergelaufen und da lief gerade jemand. Donna! I feel bad.
bewegt dieses Spiel. Dachte, wir spielen gemeinsam. Dachte ich auch. Wo lief einer? Bei mir läuft keiner. Ich werde gerade voll gequatscht, Klappe. Achso. Es kann sein, dass wir den Ausbruch erstmal miterleben. Moment. Ja, wo soll ich hin? Zur Rohrpost. Auf den Tisch hast du Trockenfutter. Welchen Tisch? Hier sind so viele. Such dir einen aus. Und Schokolade. Ich glaube, wir müssen den Ausbruch einzeln erleben. Und dann können wir, glaube ich... Dann, glaube ich, können wir zusammen... mehrere Dinge hier einsammeln. Ich glaube, das war gerade unten. Ich habe Katzenfutter, ich habe Kaninchen. Kaninchen. So, Hauptsache, wir haben genug. Warum sind die eigentlich alle tot und ich nicht? Meinst du, ich auch nicht? Bin doch mal den Kühlschränke. Mal hier ums Eck. Hat was bisschen von Seven Days to Die, ne? Ja, wollte ich gerade sagen, Kannst du wirklich sämtlichen Schrott hier einsammeln? Kühlschränke kannst du öffnen. So, was haben wir hier? Nehmen wir. Ja. Ich hoffe, mich überrascht hier nichts. Nehmen wir auch. Weiß ich gar nicht, wo ich überall gucken muss. Ich glaube, du musst einfach alles mal kontrollieren. Sogar in den kleinen Schränken. Ist das eine. Oh, das ist ja eine Mordskakerlake! Will nicht wissen, was hier noch so mordsmäßig kommt. Oh, das sieht ja sehr gesund aus. So, den Herd können wir nicht untersuchen. Noch ein Kühlschrank, den gönnen wir uns auch, ihr Lieben. Ja, nichts. So, ich glaube, ich bin Küche fertig. Ich auch. Ich bin in der Lagerhalle. Ja, one second. Den Verband nehmen und die Wunde. Man versteht. Ja. Ich hab's schon gesehen, da hinten. Was ist da hinten? Achso, das leuchtet bei der 5, ne? Medikit, genau. War denn krass, Auto? Nee, wahrscheinlich müssen wir weiter zu Fuß. Nehmen wir. Ja, unbedingt. Wir wollen unbedingt mit Calypso weiterzocken. Inventar und ich glaube. Ich huste. Kann es sein, dass wir dann hier voll eklig wären und so? Warte mal. Vielleicht. Benutzen? Was? Wie benutzt du denn? Du klickst drauf auf das Medikit, ne? Also oben. Also. Ich hab's benutzt, aber irgendwie mit Doppelklick. Frag mich nicht, wie. Was ist denn das? Weitergehen. Ein paar Trockenfrüchte. Warte mal, ich trinke hier noch einen Apfelsaft. Ja, stimmt, ich muss auch was essen. Mal gucken, wie das jetzt aussieht. Hä? Hat sich ja gar nichts getan. Warte mal, ich glaube, ich esse ein bisschen mehr hier. Essen wir? Wasser trinken? Vielleicht ist es ja auch ein bisschen falsch. Vermutlich. Aber auch, bringt aber auch nicht so viel, ne? Essen Ganze nicht, essen? Ne? Trinken nochmal? Was ist mit Schoko? Zum. Ist. Ein ja, Schnaps! Ich natürlich! Gönne. Nee, ich lasse den Schnaps jetzt erstmal, den heben wir uns dann auf, wenn wir zueinander gefunden haben. Sieht ein bisschen besser aus, aber ich glaube, wir müssen uns ordentlich was brutzeln, denn? Ein Reh oder so. Ja, wo gehst du jetzt lang? Durch die große Schleuse oder lieber durch die offene Tür? Da offene Tür! Offene Tür? Wieso nicht Schleuse? Keine Ahnung. Ach, weil man da. Meinst du? Der kann von links und rechts nicht da. Ist es so. Das ist rotlich, ja. Ist da hinten irgendwas? Ich glaube nicht, ne? Ich. Donna, there's a thick gas cloud ahead. Can you find out what it might be? Was ist mit Donna, Donna los? Donna? Donna, damn it! I hope this is just a connection malfunction.
I need to hold my breath and run through. I can make it. Alles klar. Los geht's. Ich bin durch. Ich auch. Der letzte Kraftakt. Da hinten lief was. Was? Wieso siehst du immer irgendwas laufen? Bei mir läuft nicht. Da läuft das was. Wo denn? Ein Mensch. Der mich wahrscheinlich gleich um die Ecke bringt. Ja, aber hier. They'll kill me on the spot if they find me. The employees of my own conglomerate. Shooting me in the head. God, I need to get to the other side. Beischleichen. Ich hab doch nichts. Gut, ich hab das Licht ausgemacht. Oh, lalalala. Oh. Rechts oder links lang? Ich weiß es nicht, ich bin noch am Turm. So offen hier lang, ey. Was? Verborgen? Verborgen? Ach so, das steht dann immer unten draus. Oh, Gottes Willen. Oh, 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 oh. Hä? Wo muss ich lang? Gigi. Hat er dich entdeckt? Ja, die Arschkrampe. Ja, zwei Noobs. Oh, 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 oh. Oh, wo muss ich denn lang? Ich glaube, der hat irgendwas gesehen, und zwar nicht mich. Was ist denn jetzt los? Ja. Haut da rein, Jungs! Hilfe! Alter, ich bin hier nicht! On the radio and TV is that we're criminals. If they catch us... Don't even think about that. You're safe. I'll be there soon. And together, we'll see our world reincarnate into something beautiful and perfect. What? Isn't that what you want? No, not that. I spotted movement up ahead. Ich will mich nicht darum kümmern, also wie komme ich denn dahin? Can you go around? No, this is the only way. Well then, I'll have to destroy my own creation. Dann muss ich ja hier wieder zurück, oder kann ich die Scheiben einschlagen? Oh Gott! Nicht um das Objekt. Wartet. Noob, ich bin so ein Noob, ihr Lieben. Ich hab die Tür nicht gesehen. Wie kann man nur so ein Noob sein? Das habt ihr nicht gesehen. Wie kümmert sich denn? Wie wollen wir uns denn um ihn kümmern? Wo ist er? Oh Gott sei Dank. Oh, ich nehm den Knüppel, Digga. Wartet, ich muss mich mal kurz ausrüsten. Och, ich dachte, er hat hier Dings. So hungry. Oh, der hat Baby. Hunger. Au! Bist du schon fleißig am Knüppeln? It's so strange. Where is everybody? Where's everything that was before the light? Oh, ich hätte dir was zu essen geben können. I killed it and I'm okay. Where to next, Donna? One second. All right. There's a door here. It's locked. I don't have access to it. How can we get you out? Wait. Und hast du dich schon umgeknüppelt? Ja. There's gotta be an emergency generator. You need to start it up to get the door open. I don't remember that area. Energiezelle? What's there? Behind the door? Okay. Victor. Allah. Okay, der hat was verloren. Looten! Der hat ganz schön. Was ist das? Ist das eine Maske? Nehme ich einfach mal alles mit? Vom verrückten Alten? Und wir nehmen uns doch vorsichtshalber mal. Habe ich mir eine Salami genommen? Was ist das? Was genau?
Wir hatten ja irgendwas eingesammelt. Was ist das? Energiezelle. So, mal ein bisschen Licht für uns. Das ist... Ah, die kommt hier rein, oder? Ja, wo sind wir hier? Ach, wir sind draußen. Das ist... Ach, das ist eine Höhle. Vögel? Höhle. Nein! Ach so, die Vögel meinst du. Was ist das? Renn einfach mal rüber. Alter, ich glaube, hier geht's ganz verdammt weit runter. I did it. I had to. It's my destiny. Fahrstuhl? Ich hab Durst. Oh, ups. Fahrstuhl, soll ich mir jetzt... schön, dass man das nicht mit lesen kann. Of course. They think the worst is going to happen to them. How wrong they are. Ich muss ran in den Fahrstuhl. Helia! Ich bin schon im Fahrstuhl. Sehr schön. Desolate. Können wir uns jetzt einladen? Ich hoffe doch mal. Mit dem Brecheisen eins Kopf hauen oder so. Du bist ganz schön gemein, weißt du das? Ich hab das ist nicht gemein, das ist Freude, dass ich dich sehe, wenn du da bist. Ja, das ist die Vorgeschichte. Ereignisse, die sich vorhin mein Durchführer. Alles klar? Gut. Verbinden. Durchspielen, der Hauptspiel. Spiel erstellen. Wunderschön, ich glaube, Calypso wird uns gleich mal einladen. Lad uns ein. Hätten wir das gewusst, hätten wir das den Prolog wahrscheinlich alleine gespielt. Ohne die Calypso im Hintergrund zu haben, das ist ja echt nervtötend. Kali? Oh, alles klar. Ja, was nehmen wir denn da? Bitte nicht schwer. Ich warte immer noch auf eine richtig krasse Einladung. Oder muss ich gewöhnlich, dann... Gewöhnlich, leicht, gewöhnlich oder schwierig? Ich würde sagen normal. Gewöhnlich halt. Ja. Okay, ist mit Passwort. Wunderbar. Spiel beginnen. Weiß ich nicht, wie du jetzt... Ich gehe mal auf Verbinden. Ja, warte mal, ich muss erstmal laden. Bin ich jetzt der Horst, ja? Das Passwort, willst du es wissen? Weiß ich, glaube ich. Ist Fürstin. Och, dein Ernst? Das ist hier offen, was kann ich denn da machen? Gibt keine Sternchen. Also musste ich mir was Episches überlegen. Fürstin. Okay. Hast du das irgendwie wie hast du es denn eingegeben? Na, F groß. Ich warte mal hier auf dich. Ich hoffe, du kommst. Hab ich gerade irgendwie... Kann ich gerade irgendwie nicht machen? Moment. Man sich eigentlich hier im Spiel sehen oder nur... Kann sich hier hinsetzen und so lange... Ich habe Fürstin eingegeben. Kann ich nicht machen. Der sagt mir Missing String Table Entry. Muss ich das... Warte mal. Kann ich dich jetzt einladen? Probier mal. Hier einladen. Ah, guckt mal, Leute. Ja, ich hab's voll drauf, ey. Ey, muss das immer so lange dauern? Was, die Einladung? So, geht doch. Bist du? Hat geklappt? Ja, es lädt bei mir. Wenigstens wisst ihr jetzt, Leute, wie ungefähr das geht. Die Person, die den Server erstellt, kann auch einladen. Boah, ich sehe mich jetzt. Nice. Ja. Yeah. Level 1. Ladebildschirm. Ah, ist auch jetzt ein bisschen anders.
Ich höre auch. Ah, wir können uns Salben und so ein Zeug machen. Zugangskarte zum Fahrstuhl finden. Kalli, wo bist du? Hier. Ich habe mich nicht bewegt. Ich bin hier. Wo hier? Ach so, 35 Meter von mir entfernt. Wie, bist du in einem anderen Raum? Ja. Ich spiele so lange Klavier. Ich bin hier auch im Klavier. Oh, hier ist sie. Hab sie. Time to get out of here. Ich hab die Karte. Du hast die Karte gefunden. Danke. Aber sieht man sich hier nicht? Doch, doch, du bist 38 Meter von mir entfernt. Ah, 39. Da komm doch mal raus aus deinem Bunker. Ey, ich hocke in meinem Bunker. Komm jetzt raus da. Kalypso. Sie. Wo läufst du denn lang? Helia! Ich bin beim Fahrstuhl. Vielleicht sehen wir uns erst oben. Fahrstuhl? Okay, dann hast du deine Seite, ich hab meine Seite. Gut, dann. Was war das? Ich hab den Schlüsselkarte. Ich auch. Ich fahr schon, glaube ich, schon. Oh, das ey, sind... ich verpeile das hier jedes Mal, wenn du in den Fahrstuhl reingehst, dann. Alter. According to my sensors, they tell me that the door has been opened. That means you have exited the bunker. You are unable to reply at the moment. Two-way communications are down. Island's comm station. Wo ist das Haus, wo wir rausgekommen sind? Keine Ahnung. Aber Kalli, du siehst genauso aus wie ein ehemaliger Mitarbeiter, mit dem ich zusammengearbeitet habe. Ich mal an. Become more dangerous, more foreign. And all because of that damn madman. Ey, der quatscht hier. I joined the volunteer ranks at the New Light conglomerate, wanting to help return our country and the world to the way they once were. Wanting to eliminate all of the horrible things which now filled our planet. The scum that Ognan had brought into existence. Yep. Our ranks weren't just made up of volunteers, of course. They were prisoners, too. But I thought that was fair. This way, they could redeem themselves in the eyes of society, as they proved their usefulness to it. You might find this hard to believe, but Grinichny is pure hell on Earth. That's where it all began. And that's where New Light plans to send sind rote Punkte. Ich lese unten schon ja nicht mehr mit. In briefing, they told us danger waited for us here, lurking around every corner. Mortal danger. And not just from the creatures that had overrun the island, but also from the illnesses, or so people call the paranormal afflictions. I didn't know much about these things, but I did know I had to stay on my guard. Okay, er hat fertig. Bei dir auch? Ja, ich glaube, der hat fertig. Hast du auch eine Glatze? Hab ich auch eine Glatze? Ja, du hast auch eine Glatze. Du bist auch seidig wie ein Bibi-Popo. Danke. Poliert. Oh Mann. Leuchtturm. Wo finden wir einen Leuchtturm? F8. Was, F8? Sektor F8. Du sollst jetzt nicht auf F8 drücken. Ach so. Warte, wann ist der Leuchtturm hier markiert? Oh, M. Drück M. M? Sektor F8 ist da oben. Habe ich also den hier jetzt... hin. Habe ich den jetzt Was? Markiert? Transponder. Ich hab den jetzt irgendwie angeklickt. Ich auch. Ich hab den, glaube ich, auch markiert. Das ist, glaube ich, die 705 von uns entfernt, ne? 704. Oh. So, ich bin jedenfalls, Leute, sehr gespannt. Oh, was eingesammelt. Jetzt geht's auf jeden Fall los. Warum ist da hinten sowas Rotes? Luft anhalten. Was uns denn hier jetzt noch alles schön erwartet? Und Kalypso's Schrift ist irgendwie ein bisschen pixelig. Bodoino aber auch, ey. Auch voll krass. Heli A. Das A muss mit. Hört. Warte mal, ich mach mal laut auf die Uhr. Schauen wir uns hier um, bevor wir weitergehen? Vielleicht finden wir Waffen hier in der Nähe. Ja, sollten wir, bevor wir in die Wildnis vordringen. Du beschützt mich, ne? Nein. Da ranschleichen. Aber ich hab nichts. Waren so von hinten so eine... Hups. Was? No, 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 no. Oh. Gottes Willen. Hilf mir. Hilf mir. Hilf mir. Mach das Licht aus. Okay. Oh, der sieht ja schlimm aus im Dunkeln.
Na klar, ich beobachte euch. Calypso hat einen Freund. Alter, ich hab doch nur jetzt meine Fäuste. Da warte, ich streife bei dir ab, ich schmier. Du Arschgeige! Los, ruf das, gib Fettpunkte. Aua. Warte, ich komm von hinten. Aufmucken hier, komm her. Links, rechts. Oh. Mein Paket. Junge, du siehst echt über aus. Teilst du mit mir? Wie kann man teilen? Ich hab mich jetzt aber wirklich übelst erwischt. Na klar, hier hast du einen Stein. Alter, die Steine gehen immer noch. Ich glaube, die stehen. Ja, die kannst du. Das kannst du so machen, dass die abgelenkt werden, glaube ich. Was ist denn das? Kleine Box mit. Rot. Bein. Willst du Bein haben? Nee. So, schauen wir mal. Vielleicht finden wir hier irgendwas. Deine Leuchte an? Meine Leuchte ist gerade an, ja. Gerade. Können wir uns nicht was schnitzen? Ein Horror-Game mit Wellensittich im Hintergrund, ihr Lieben? Ja, ich höre ihn auch schon. Damit es noch gruseliger hier rüberkommt, das ist mit Absicht so gemacht. Natürlich. Das sind die natürlichen Vögel, die hier rumfliegen. Ja. Kali, bist du bei mir? Warte, hier. Das sieht doch aus, dass man das einsammeln kann. Guck mal. Wilde Tomaten. Gut, dann nehme ich. Cool. Cool. Ich will ein Haus bauen. Kann man hier das bauen? Die Kartoffeln kannst du einsammeln. Cool, hier ist aber noch eine wilde Kartoffel. Willst du die gönnen? Gönn du dir. Okay. Dann nimmst du die nächsten Kartoffeln, die wir finden. Warte mal, ich guck mal kurz hier ums. Pass auf, hinter dir! Licht aus! Mach das Licht aus! Damit die uns nicht sehen. Komm, den hauen wir um. Ey, siehst du den Brief auch? 17 Meter? Briefumschlag? Ja, vielleicht ist er im Haus drin. Ich glaube, ich krabbel langsam ins Haus. Meint ihr nicht von hinten und so einen Würgegriff und so? Könnte vielleicht sein. Ich hoffe, es ist nicht so dunkel, Leute. Man könnte das auch heller machen. Ich habe es ein bisschen heller gemacht, aber ich glaube, das war jetzt nicht... Wartet mal, ich mach mal kurz heller. Calypso, pass mal bitte kurz auf mich auf. Kann ich denn hier irgendwas machen? Nö. Kann ich nicht? Gut. Dann müssen wir weiter so spielen. Eine blöde Uhr gefunden. Dann muss ich das Licht anmachen. Boah, von der Seite sahst du gerade gefährlich aus. Ein... Wie heißen die? Licker? Klicker von, Resident Evil? Hast du die Schränke schon durchgesucht? Nein. Also ja. Du, wir müssen schon Partnerarbeit vollziehen, oder? Ja, aber wenn ein Witcher voll ist, dann darfst du. Du! Alter, komm her, du Hitman! Nein! Also jetzt wieder Leuchte aus, ne? Weil der könnte eventuell... Bist du gerade auf irgendwas gelatscht? Bist du gerade auf Knochen gelatscht? Das hat so klick gemacht. Ich bin auf den drauf. Ich drück doch! Post abschicken? Ah, das ist Post. Wir haben aber keine Post. Durchsuchen. Oh, ich glaube, das ist ein Bier. Ich will auch... Was war das? Was war was? Für ein Geräusch. So, ich würde sagen, wir gehen da oben zu den Lichtern hin, ne? Mal gucken, ob wir hier irgendwas finden. Brauch eine Waffe. Hier, das Schild. Ist doch ganz gut als Waffe. Ding! So ein Stoppschild, ne? Was gehört? Ich höre so einiges. Was ist das für ein komisches Auto? Ja. Kali! Angst! Gehst du vor? Ja. Ich bin ja der Horrorprofi hier. Was soll das denn heißen? Du spielst kaum Horrorspiele. Das soll jetzt heißen. Doch. Das ist wie Seven Days to Die. Und ich muss sagen, als Alpha, als Early Access, bin ich schon sehr begeistert. Was gib dein Hintern hier rein. Lass mich rein. Das. Kann man hier was bauen? Ich hüpfe, ohne einen Muskel zu bewegen.
Hier, Kiste durchsuchen. Ah. Gut, dann nehme ich die nächste Kiste in der Hoffnung, dass hier auch was ist. Ich hab da so ein Rohr. Toll, dass du. Toll, ich habe eine Dose. Das ist doch schon mal etwas. Dann musst du die jetzt uns verteidigen. Ja, Gericht, Stabilität, hä? Neu? Ja, wie. Eins, drück mal eins. Meinst du, das hat er automatisch da gleich? Warte, ich glaube, ja. Ja. So habe ich unseren Kollegen unten im Bunker vernichtet. Ich auch. Ich war. Schneller. Hä? Was? Was war das? Irgendwas war gerade vor mir. Als Schatten oder Geist oder sowas. Ich hab's nur warte mal. Mal gucken, ob's nochmal auftaucht. Ich hatte es nur ganz, ganz leicht gerade, deswegen. Ja, ja, ich auch. Ich hör was weinen. Das war ja gerade süß. Ich fand das süß. Alter, Kali, ich will bei dir bleiben. Ja, ich hab Macht. So, ich gehe jetzt auch mal. Hier ist ein Messer, Taschenmesser, nimm's. Hier links, an der Ecke. Super. Oh, da muss man echt genau hingucken, was man aufsammeln kann, weil hier blinkt grad nichts. Ich habe eine Flasche, das ist, glaube ich, Bier. Das zimmer ich mir auch irgendwann mal rein. Aber Taschenmesser. Das wird hier, ihr Lieben, das wird hier ein Hin- und Her-Gegucke. Das ist eigentlich wie Seven Days to Die. Alter. Holzkiste hast du ja gerade schon geleert, ne? Bist du denn? Ich bin hier oben. Guck mal. Komm mal her, ich versuch mal dir das jetzt zu geben. Oh oh. Oh! Was denn? Ich dachte, ich würde lecken. Backen meinte ich, nicht lecken. Ausrüstung. Gibt's eine Batterieanzeige vielleicht? Nee. Nein. Ausziehen? Habe ich das jetzt gedroppt? Sieht voll krass nicht danach aus, Dude. Alles klar, das nächste, was ich sehe, das lasse ich dann einfach. Ja, danke. Das wäre meine echte Teamwork-Arbeit. Wenn man das auch den. Hui! Ich will gucken, ob wir hier oben irgendwas. Alter. Finden, aber ich glaube. Und ich glaube, nee, ne? Oh, nee. Gut, dann würde ich sagen, Genua, ich hasse Züge. Ich weiß nicht wieso. Da könnte alles Mögliche drin sein. Ist das Schuss? Ist es ein Flammenwerfer? Was ist das? Da steht nur Stachel. Wissenschaftsabteilung. Was? Das war so schnell weg? Hier lacht irgendwas. Ich kann das Messer leider nicht auswählen. Ich glaube, das ist keine Nahkampfwaffe. Deswegen halte ich mich mal ein bisschen bei dir, ne? Ja, wo gehen wir denn lang? Wir gehen ja gerade nicht zum Leuchtturm. Ist das bewusst? Doch, wir gehen Richtung Leuchtturm. Das ist der runde gelbe Kreis oben. Alles klar. Oh, Leute, ich hoffe, ihr hört wirklich die einzelnen Geräusche. Hier, durchsuch mal das Fass. Oh, den Sack kann man auch durchsuchen. Faulen Apfelhahn. Vielleicht braucht man den ja. Was habe ich denn? Was ist das? Hier, du such mal die Säcke. Ich guck mal einfach nur mal rein, damit ich auch mal was gesehen habe. Ich nehme einfach mal. Mach das Licht aus. Oder warte mal, ich probiere jetzt die Waffe aus. Ich sehe nichts. Mich verarschen? Der war doch gerade da. Der stand hier doch gerade. Wenn du mich nicht beschützt, Kali. Ich komme hier nochmal rein und guck raus. Der stand da gerade. Ernsthaft? Und sowas verpasse ich? Nee, ein ganz normaler, hier, Verrückter. Macht, dann renne ich raus und er ist nicht mehr zu sehen. Der verarscht dich, der Junge. Such die Säcke durch. Alles durchgesucht? Hab ich, ja. So, ich würde sagen, wir wandern weiter Richtung
Was ist das hier vor uns? Leuchtturm. Vielleicht ist es ein Pokémon. Hast du einen Pokéball dabei? Okay, Witz des Tages. Das hört sich so ein bisschen, hört sich ein bisschen an wie Feuer. Ja, es luckelt auch leicht bei mir. Luckelucki? Das eine. Da, vor uns. Was? Vor uns. Was? Boah. Alter! Ich hab dich hingeguckt! Ich hab die Dings mal ausprobiert. Da hinten geht's auch irgendwie. Es ist hier überall was zum Gucken. Sehr groß. Also, ich würde sagen, wir gehen zum Leuchtturm. Würde ich auch sagen. Müssen wir hier lang? Nein, wir müssen da in Südwestrichtung hin. Hier, friss Steine. Hier. Das ist wieder so eine Wolke. Aber wird es Tag? Kann das sein? Ja. Cool. Ja, ich bin begeistert, ey. Ich bin... Nächstes Spiel zum Suchten. Ich bin auch tierisch begeistert schon. Oh, vor uns. Ja, ich habe nur zwei Schuss mit denen. Dann nimm deine Kolbe, die du... Oder wir müssen vorbeischleichen. Das können wir ja eigentlich. Vielleicht ist er jetzt auch despawned oder so. Könnte sein. Ist ja wie gesagt eine Early Access. Da ist ja alles noch möglich. Ich kann ja mal Rohr nehmen. Aber ich glaube mal, warte mal kurz. Ich guck mal, wegen Fähigkeiten. Vielleicht müssen wir ja mal umbringen, um halt Fähigkeiten auch freizuschalten. Wo ist es? Ich bin hier. Wer ist still hier? Helia! Und Calypso. Hier müssen wir so eine Energiezelle reinklatschen, ne? Ja, eine fehlt uns. Komm schon, Baby. Komm, komm, komm. Ist das Bam. Süß. Hauptsache immer als erstes zum Schlagen kommen. Gut. Na, nimm du mal. Danke. Da ist irgend so ein Kobel-Kobel. Kobel-Kobel. Ja, Kobel. Ich hab... Irgendwas ja, hab ich. Wollen wir das Haus hier neben erstmal durchsuchen und dann hier in... Ja, würde ich sagen. Ja, ne? Systematisch gehen wir vor. Strategie, ihr Lieben, auch in diesem Game. Das Problem ist, wir wissen auch nicht... Okay, das ist das Scheißhaus oder so. Du gehst vor, da tropft's Wasser und so. Ich hasse bei Horrorspielen in der Toilette zu sein. Erinnert mal euch bei Home Sweet Home? Hat mich das eine Vieh verjagt. Hat mich das Vieh... Nee, Füllen. Was denn Füllen? Waschbecken. Was fülle ich denn jetzt so? Füllen Waschbecken. Ich bin jetzt die Hände gewaschen? Ich weiß es nicht, mit Handschuhen. Ich wasche meine Handschuhe. Nice. Na, wunderbar. Ich bin so hygienisch, würde ich sagen. Elektromotor. Es wird eine Freisetzung Sporen in die... Was? Erwartet, Möbel nehmen. Sorgen sind ein verstärkter Hunger und Durst. Was? Nein. Ich nehme jetzt den Elektromotor. Also, werden wir jetzt demnächst gleich Fetthunger kriegen. Kann man ein Lagerfeuer machen? Ich will eine Bude bauen. Vielleicht kann man das ja noch. Wie gesagt, vielleicht ist es ja so ein bisschen wie Seven Days to Die, dass man... Ja, man muss ja halt überleben. Guck mal in die Kiste. Ich habe noch nichts als Waffen. Hier gehen wir hier reingucken. Hier dieses erst hier? Ja. Ist ja glaube ich mit den anderen. Darf man hier in das Glibber? Glibberzeug latschen? Der hat auch schon seine besten Tage hinter sich. Ne, Kollege? Was ist das? Was ist was? Hörst du das Geräusch? Hier ist jemand. Ich höre irgendjemanden hier rumschnaufen. Und komm mit mir. Ja, ich bin bei dir. Komm mit mir. Ja, ich bin was bei dir. Was ist das? Was Keine ist? Ahnung. Nein. Weiß ich nicht, sieht aus wie ein Kleber. Du sammelst wirklich alles ein, weißt du das? Naja,
eine Waffe? Wenn was nach einer Waffe aussieht, nimmst du das hier Fernrohr. Gönn dir das Fernrohr, nimm dir die Zigaretten oder soll ich die nehmen? Hier liegen Zigaretten, hier kann man Zigaretten nehmen. Wieso kann man Zigaretten nehmen? Dann nimm Zigaretten. Holz-LKW? Ich nehm den Rum. Nimm Zigaretten, ich hab den Rum. Okay, ich nehm die Kippen. Nice. Etui. Was du da? Ich hab irgendwas Elektrisches. Ich glaube, das ist irgend... Was wieso Elektrisches? Kann man das, wieso kann man das hier machen? Runde Schachtel. Mach mal runde Schachtel auf hier unten. Düsch. Was ist das? Keine Ahnung. Sieht aus wie so ein Mikroskop. Mitnehmen. Keine Ahnung, wozu man das alles braucht. Na, wir sollen ja die Insel, glaube ich. Irgend so eine... Bist du denn jetzt hingerannt? Kali? Ach, da kann doch mal reingucken. Ich bleib bei dir, du hast die einzige Waffe. Nach links, ne? Ja. Kann man die Steine hier nehmen? Nein, kann man nicht. Kann man rüber? Hier mit Bücken? Wir haben aber noch nicht alles untersucht hier. Nein? Wir müssen... Können wir mit Zug fahren? Warum auch immer müssen wir diese... Batterie finden? Ja. Guck mal, wir gucken mal in die Holzkiste. Gut, ich nehme die nächste. So, was habe ich denn? Was ist das? Du guckst immer in jede Kiste und sagst immer, was ist das? Das sieht aus wie ein Ei. Ein... Ach so, ja, davon habe ich auch schon ein paar eingesammelt. Keine Ahnung, was das ist. Vielleicht ist es ja auch ein Ei. Ein mutiertes Ei? So, wo lang? Hier haben wir leider nichts. Hast du auch jetzt zwei Tropfen drauf? Geradezu, wenn du in die Richtung guckst hier? Nee, ich hab in die Richtung. 103 Meter Tropfen. Ach so, ja, aber rechts von uns ist 19 Meter Entfernung. Das ist wahrscheinlich irgendwas zum Trinken. Laufen. Bekommen dich irgendwann... Jetzt bist du da reingerannt. Ja. Warum? Weiß ich nicht. Ist doch Kali, ey. Hätte er sein können. Du weißt doch, wie das immer ist. Wenn man auch nicht übersieht, man so einiges. Ja, aber im Zug haben wir eine Batterie, glaube ich, gefunden. Haben wir? Ja. Wirklich? Da hat irgendwas geleuchtet. Schön, wie du das machst hier. Rennst du oder läufst du normal? Ich laufe normal. Ja, aber die sind zu groß, die kann man nicht nehmen. Na, zu zweit müsste es doch hinhauen. Okay. Ja, aber da würde doch was dann zu sehen sein. Ich würde sagen, wir gehen langsam zum Leuchtturm, oder? Würde ich auch mal meinen, ne? Da hinten ist doch ein kleines Häuschen, wollen wir das noch untersuchen? Ich glaube, das ist kein Häuschen, das ist eher so ein Bunkerschutz. Keine, ja, geh mal hin. Vielleicht finden wir ja da irgendwas. Dann würde ich sagen, gehen wir zum Tropfen und vielleicht können wir uns da schon was zu trinken holen. Autos. Da oben ist eine Glocke, glaube ich. So ein rundes Dach, sehe ich von hier unten. Ja, ne? Da. Könnte auch so ein Gebäude sein. Ich würde aber trotzdem sagen, wir gehen erstmal zum Leuchtturm, das, was verlangt ist. Hallo? Ah, jetzt bin ich reingekommen. Oh, mal Licht anmachen. Nimm die Flasche dahinter, vielleicht ist das... Leere Flasche, vielleicht zum Füllen, ne? Ja. Auffüllen. Ich glaube, ich würde sagen, ab zum Leuchtturm. Würde ich auch sagen. Da hat gerade jemand gelacht, ich will hier nicht sein. Wieso hörst du denn immer irgendwelche Leute lachen? Was ist los mit dir? Ich höre hier gar nicht. Ich höre Stimmen. Ich habe gelegentliche Ruckler, Standard. Ich sehe tote Menschen. Oh! Claudia! Oh! Kali, du hast Waffe! Chu! Bams! Vermöbel, Kali! Hau drauf! Bams! Hau drauf! Bams! Man darf nicht. Au! Das war gut von ihm, das war sehr gut. Oh, darf ich? Cool. Ja. Nice, danke. Ich muss mich mal gucken, kann ich mich denn.
heilen. Mit Zigaretten kann ich mich heilen? Nice. Ich benutze es einfach mal. Rauche ich? Nö, du riechst jetzt wahrscheinlich nur dran. Obi müsst weinen, aha, das geht alles. So, dann halte ich weiter Ausschau. Ja, das sehen mein Schmerz. Nee, irgendwie habe ich nichts zum Heilen. Gut, alles klar. Vielleicht kann man sich ja noch gegenseitig irgendwie... Ja, stand ja, habe ich glaube ich gelesen, dass wenn, dann kannst du mir dann hochhelfen oder irgendwie so ähnlich. Also so wie bei Forrest. Ich hoffe, naja. Ja, ich weiß nicht. Okay, aber wir sind bei 55 Minuten. Ich würde gerne weiter zockeln. Echt? Ja, aber ich weiß ja nicht, das dauert ja Jahre. Rendern hoch 10. Okay, wenn du mal, also wenn du willst, dann. Oder wir bringen einfach, die kommt ja dann. Oder wir bringen zwei hintereinander. Ach, was weiß ich. Ich will weiter zockeln. Ich auch. Suchten. Ich auch. Ja, dann lass uns gönnen, ey. Aber wir müssen trotzdem eine Pause machen. Ich weiß nicht, wie, ob er mit der Stunde klarkommt hier. Okay, ihr Lieben, dann, wie Calypso schon gesagt hat, werden wir eine kleine Pause machen? Nein, ich würde den Hitman nicht in meiner Fresse haben. Wir hoffen, es hat euch auf jeden Fall gefallen. Schaut bei der Calypso vorbei. Und wir sehen uns garantiert bei der nächsten Folge. Yeah. Ciao, ciao. Tschüss.